Mit einem fremden Traktor fahren, da braucht es schon ein paar Erklärungen durch den Wettbewerbsrichter. Es ist keine gewöhnliche Traktorfahrt. Peter Hübner muss eine volle Milchkanne über den Parcours steuern. Für den Nachwuchslandwirt keine große Herausforderung. Er ist auf dem Traktor gleichsam aufgewachsen. Das war eben schon von meinem Opa, da war man von klein auf dabei. Und auch so dann bei meinem Nachbarn. Und man ist ständig im Kontakt mit Maschinen. Beim Wettbewerb machen 40 Nachwuchslandwirte mit. Viele von ihnen haben zu Hause keinen Betrieb. Das ist auch bei den 200 Landwirtschaftsschülern in Oberfranken so. Knapp die Hälfte von ihnen sind mittlerweile Neu- oder Quereinsteiger. Peter Hübner, der im zweiten Lehrjahr auf einem Biobauernhof lernt, hatte zunächst eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik gemacht. Sobald er seinen Gesellenbrief in der Tasche hat, möchte er bei einem Milchviehbetrieb einsteigen. Im Moment läuft es ganz gut, ist auch die erste Station. Schauen wir mal, was der Tag noch bringt. Also der hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Das ist ja ein fremdes Fahrzeug, ein fremdes Gespann praktisch. Und auf Anhieb das so zu beherrschen, ist eigentlich schon eine gute Leistung. In der Sämerei sind 20 verschiedene Sorten ausgelegt. Hafer, Gerste, Roggen, Mais, Senf, Erbse, Raps. Die Prüflinge müssen alle Sorten bestimmen können und sie müssen wissen, welches Saatgut sich für ökologische Vorratsflächen eignet. Peter Hübner kennt alle Sorten, auch den seltenen Buchweizen. Ja, Buchweizen kann ich nehmen zum Backen. Das gibt da praktisch früher, war öfter ist mit Buchweizen gebacken worden, aber man kann es auch als Futtergetreide benutzen. Da muss man eben sehen, wie die Erträge sind, wie sich es entwickelt auf unseren Böden und kann dann spontan entscheiden, für was nutze ich die Frucht dann tatsächlich. Landwirte haben einen sehr vielseitigen Beruf. Sie arbeiten in der Natur und mit der Natur. Ein Grund, warum Peter Hübner Bauer werden will. Ein weiterer Grund ist die Technik. Die fasziniert, will aber beherrscht sein. Auch das prüfen die Wettbewerbsrichter. Was wichtig ist, dass einfach die Blinker und die Lichter, die müssen gehen. Und da wird auch vorher bei uns auf dem Betrieb geschaut, dass sie gehen. Weil Blinker ist ganz wichtig, es passiert sehr viele Unfälle. Die besten Nachwuchslandwirte aus Oberfranken dürfen beim Landesentscheid im April im mittelfränkischen Triesdorf teilnehmen.